Das war eine denkwürdige FED-Entscheidung und eine denkwürdige Pressekonferenz von Jerome Powell. Markus Koch hatte recht mit der 0,5er-Senkung, ich hatte Unrecht und doch bin ich nicht der Einzige, der hier offenkundig ein wenig überrascht ist von dem, was hier gesagt wurde, wie vor allem dieser große Schritt von Jerome Powell begründet wurde. Und da stellt sich für viele die Frage, die das Wall Street Journal zum Beispiel auch ganz klar, wie soll man sagen, artikuliert hat, nämlich lügt Paul, tut er so, als wären wir in der besten aller Welten, aber faktisch weiß er genau, dass dem nicht so ist, weswegen er die Zinsen so stark gesenkt hat, gegen die Opposition einiger FED-Mitglieder, nur eine, nämlich Bowman, hat er dann gesagt, nee, ich bin nicht dabei, aber schauen wir uns die ganze Geschichte an, wirklich absurd, was da passiert, auf der einen Seite erst Jubel der Märkte, dann Abverkauf der Märkte, die meisten Indizes sogar im Minus geschlossen, Dollar nach oben gegangen, Renditen nach oben gegangen, schließlich dann wieder heute Nacht das Gegenteil, US-Futures rauf, Dollar runter, Renditen runter, also das ist natürlich eine seltsame Gemengelage und schauen wir uns die mal an. Markus Koch lag richtig, Steve Leisman, der praktische FED-Beobachter von CNBC, der wohl wie Nick Timiraos so eng dran ist an der FED wie kein anderer, der hat gesagt, ich war auch überrascht von dieser Entscheidung, ich hätte 0,25% erwartet. Es wurden die 0,5 und wir wollen uns mal anschauen, was da genau abgelaufen ist. Auf die Frage, ja, warum habt ihr denn jetzt die Zinsen um 0,5% gesenkt, hat Paul zwei Argumente gebracht. Erstens die Job Revisions, also diese über 800.000 nie existiert habenden Stellen, die dann plötzlich in einer Revision verschwunden sind. Aha, ist schon mal sehr interessant, denn die FED selbst hat bereits im März klar gemacht in einer Analyse, dass die Jobdaten wahrscheinlich total überzogen sind für den Distrikt Philadelphia. Man hat das dann hochgerechnet auf die ganze USA und kam auf um und bei 800.000, so wie es später dann ja praktisch auch der Fall war. Mit anderen Worten, die FED konnte wissen, dass diese Arbeitsmarktdaten viel zu optimistisch waren, nicht die Realität wiedergegeben haben. Plötzlich aber sagt Paul, ja, das ist ein Grund gewesen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist das Beigebook. Eines der eigentlich langweiligsten Veröffentlichungen für die Märkte, kaum beachtet. Allerdings glaube ich, ist es wirklich ganz gut, dieses Beigebook, weil es so ein bisschen, wie soll man sagen, die Evidenz am Boden, so die anekdotische Realität der Wirtschaft in den verschiedenen Distrikten relativ gut widerspiegelt und dieses Beigebook war ziemlich düster zuletzt und offenkundig war das einer der zwei Punkte, die FED-Chef Jerome Powell dazu bewogen haben, dann auf eine 0,5er-Senkung zu drängen, neben eben diesen Revisionen. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal weiter an, gucken wir kurz an, was hier die Hauptthesen waren. Mehrfach hat Powell das Wort, wir haben die Geldpolitik oder müssen sie rekalibrieren. Dann growing confidence, dass die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt stark bleibt. Dann auch gleichzeitig die Einschränkung, ja, 50 Basispunkte ist nicht das neue Normal und wir sind datenabhängig und so weiter. Und so fort. Wir sehen hier, wenn Sie mal diese Prognosen anschauen, die sogenannte SEP, dann sehen wir Unemployment Rate von 4,0 auf 4,4% angehoben. Das ist ein ziemlicher Schritt. Aktuell sind wir bei 4,2%. Das heißt, die Arbeitslosigkeit würde nochmal deutlich ansteigen. Dann hat man die Inflationsprognose PCE nach unten genommen und auch Core PCE. Also man hat die Inflationserwartungen gesenkt und die Erwartungen für steigende Arbeitslosigkeit nach oben genommen. Hier sehen wir dann nochmal, was Paul in der Pressekonferenz gesagt hat. Ja, solid jobs, economy, solid condition. Und wir wollen, dass das eben so bleibt am Arbeitsmarkt. Die ganze Wirtschaft ist in a good shape, growing at a solid pace und so weiter und so fort. Naja, aber warum dann so ein großer Schritt, der normalerweise nur dann erfolgt, wenn die Kacke auf Deutsch gesagt schon am Dampfen ist? Also man hat einen geldpolitischen Schritt gemacht wie in einer Krise, sagt aber gleichzeitig, es ist ja alles so wunderbar, also alles so ganz besonders toll und diesen Widerspruch, den entdeckt auch das Wall Street Journal, wenn man Paul glauben kann,
was er sagt oder tut, oder stellt in Frage, ob man Paul hier glauben kann, dass er wirklich hier die Wahrheit sagt. Aber ein solch aggressiver geldpolitischer Schritt legt doch nahe, dass er deutlich besorgter ist, als er es erkennen lässt. Klar, er kann schlecht hergehen und sagen, oh, ich gehe von einer Rezession aus, dann würde sie kommen, self-fulfilling prophecy. Aber er lehnt sich schon sehr weit aus dem Fenster, so einen großen Schritt zu machen und gleichzeitig die Wirtschaft schön zu reden. Das fällt immer mehr Beobachtern auf. Und Alberto Gallo hat diesen Widerspruch auf den Punkt gebracht. Wenn man die Zinsen um 50 Basispunkte senkt und gleichzeitig dabei sagt, naja, die Wirtschaft ist ja ganz, ganz toll, dann heißt es, dass man letztendlich nicht hinter der Kurve ist, aber sich kaum mehr Sorgen um die Inflation macht. Das bedeutet, dass Anleger sich wiederum Sorgen machen sollten in Sachen langlaufenden Anleihen. Also, dass die Fed letztendlich die Zügel wieder locker lässt, was wiederum die Inflation nach oben bringt, was früher oder später dann die Fed wieder zwingen wird, die Zinsen nochmal wieder anzuheben. Und wenn das Gegenteil der Fall ist und die Fed tatsächlich hinter der Kurve ist, dann sollten sich Aktienanleger über sinkende Gewinne Sorgen machen. Also irgendwie eins wie das andere. Es passt nicht richtig zusammen. Die Katze ist aus dem Sack, schreibt hier ein Kommentator. Die beste aller Welten ist eingepreist. Nun wird sich zeigen, warum es 50 Basispunkte sein mussten. Die offiziellen Daten geben das ja keineswegs her. Und da ist eben auch die Frage, naja, ist das so ein bisschen politischer Druck gewesen, der Paul darauf gebracht hat, die Zinsen unbedingt um 50 Basispunkte zu senken. Schauen wir uns mal die Entwicklung an, was da passiert ist. Im Juni gab es 4 FOMC-Mitglieder, die gar keine Zinssenkung in 2024 wollten. 7 haben eine Zinssenkung erwartet für 2024, 8 mit 2 Zinssenkungen im September, dann nur noch 2, die nur 2 Zinssenkungen erwarten bis Jahresende, 7 sehen 3 Zinssenkungen, 8 sogar mehr als 4 und einer sogar mehr als 5, und das alles, weil offenkundig man doch vertraut hat, wieder besseren Wissens auf die Fake-Arbeitsmarktdaten, auch nicht so richtig glaubwürdig. All das in einer Situation, wo wir Allzeithochs an den Märkten sehen mit einer Relation zum BIP, die auch auf Allzeithoch ist. Also es ist schon irgendwie ein bisschen seltsam, was da passiert. Paul versichert uns, dass wir eine weiche Landung sehen werden, und all das ist schon öfter vorgekommen. Gucken wir auf Wall Street Journal Aussagen im Jahr 2007, im Jahr 2000, im Jahr 1990. Ja, alles sieht gut aus, wir werden ein Soft Landing der Wirtschaft haben. Und dann kommt es doch nicht. Meistens jede Rezession beginnt mit der Auffassung, wir werden ein Soft Landing sehen. Und die Parallelen zu 2007 sind schon extrem. Damals bei Bernanke haben auch viele gesagt, naja, er wird jetzt nicht einen großen Schritt machen vielleicht, weil das würde ja signalisieren, dass die Fed sich wirklich Sorgen macht über die Wirtschaft. Damals hat auch nach 4 Jahren die Fed das erste Mal die Zinsen wieder gesenkt mit einem 0,5er Schritt, auch am 18. September, auch damals am 17. Juli, damals ein Allzeithoch, damals ging es dann noch ein bisschen weiter nach oben bis zum 11. Oktober im Jahr 2007. Bevor dann es ein wenig nach unten ging. Und wir sehen die Wahrscheinlichkeit, wenn die Fed mit einer 0,5er Senkung anfängt, dass dann eine Rezession kommt, ist deutlich über 50%, während bei einer 25 Basispunkte Senkung laut Finanzgeschichte die Wahrscheinlichkeit nur bei 25% liegt, dass eine Rezession kommt. Also das ist schon interessant, und hier hat die einzige Ausnahme, die es gab, als die Fed dick die Zinsen gesenkt hat, das war im Jahr 1995, damals hatte die Fed allerdings die Zinsen nicht so stark angehoben, also da war die geldpolitische Straffung nicht so groß gewesen. Damals ist die Arbeitslosigkeit auch wieder rückläufig gewesen, das ist diesmal auch anders. Und vor allem damals war ein extrem deflationärer Impuls, weil eben New Economy, weil damals noch Verlagerung von Arbeitsplätzen nach China, das zu deutlich geringeren Löhnen gearbeitet hat, also Globalisierung. Globalisierung bedeutete latent Deflation, jetzt haben wir Entglobalisierung, latent also wieder Inflationierung. Und erstaunlich auch, wenn wir nochmal zur Fed wieder zurückkommen, dass offenkundig die Fed zweimal jetzt Nikki Leaks nach vorne schicken musste, um doch diese 0,5er Senkung zu adressieren. Jonathan Farrow von Bloomberg sagt, das war so ein Draghi-Style-Move.
Und Gordon Johnson sagt also, es ist ziemlich einfach, entweder haben sie keine Ahnung, was sie tun, A, B, sie sind doch nicht datenabhängig, weil eben diese Daten das nicht wirklich hergeben, oder C, sie sind schlichtweg politisch motiviert, und genau das ist der Vorwurf, der jetzt immer lauter wird, auch in den USA. Trump selbst hat gesagt, naja, also entweder die Wirtschaft ist so schwach, dass sie diesen Schritt machen, oder es ist ein politischer Schritt, kann man jetzt nicht wirklich ganz widersprechen. Ein republikanischer Senator sagt, ja, also so kurz vor den Wahlen wäre es deutlich besser gewesen, die Zinsen um 25 Basispunkte zu senken und dann vielleicht einen großen Schritt nach den Wahlen zu machen, um sich nicht zu sehr in diese Wahlen einzumischen. Biden hat wiederum gesagt, ja, ein ganz wichtiger Moment für die Wirtschaft sei das gewesen. Also es spielt den Demokraten natürlich in die Karten, das ist gar keine Frage. Hier sehen wir mal den Dotplot, der gefallen ist für die Zinserwartung, was also jetzt praktisch für Ende des Jahres erstmal 24 erwartet wird. Da war vorher 5,1%, jetzt ist man bei 4,6%. Bedeutet faktisch, dass man eben davon ausgeht, dass noch zwei weitere Zinssenkungen kommen, um jeweils 25 Basispunkte. Und hier sehen wir das, was sozusagen aus den Aussagen der Fed erkennbar ist. Die Sorge vor Inflation geht zurück. Die Sorge vor steigender Arbeitslosigkeit steigte deutlich an, aber die Märkte antizipieren schon, oh, wenn die Fed jetzt sozusagen die Inflation aus dem Auge verliert und sich vorwiegend auf die Stimulierung der Wirtschaft wieder konzentriert, dann wird die Inflation nach oben gehen, respektive die Stagflation, wie Gordon Johnson hier sagt. Die Fed würde denselben Fehler mit Inflation is transitory machen, wie damals, als eben die Corona-Inflation oder die Inflation im Gefolge von Corona der Fall war. Und hier sehen wir mal, Markets got the Powell's message, smaller for longer. Ich glaube, dass das eher ein Kompromiss war. Also, dass man gesagt hat, okay, wir machen jetzt mal einen großen Schritt, dann aber nur noch zwei kleine bis Ende des Jahres, um die Opposition innerhalb der Fed, Waller, Bostic, wie sie alle heißen, nicht zu Dissentern zu machen, dass die also da sagen, gut, dann mache ich das mit, da stimme ich nicht dagegen. Das ist das eine. Gleichzeitig lockert die Fed jetzt die Geldpolitik in einer Situation, wo die Finanzkonditionen so locker sind, dass eben wieder Unheil droht, wenn die noch lockerer werden, dass da die Dinge ein bisschen aus dem Ruder laufen. Aber man könnte eben auch sagen, wir haben jetzt eine hawkische 50 Basispunkte Senkung gesehen. Eben mit der impliziten Message, aber dann nur noch 2x25. Wir sehen jetzt hier die Wahrscheinlichkeit, gut zwei Drittel für die nächste Sitzung am 7. November, dass nur 0,25 gesenkt wird. Insgesamt aber gehen die Märkte weiter davon aus, dass die Fed die Zinsen stärker senkt, als sie selber jetzt noch in ihren Dotplots senkt. Also die Märkte drängen die Fed weiter auf Zinssenkungen, und das ist die Bewegung, die wir jetzt gesehen haben. Wir haben zunächst gesehen, Aktienmärkte nach oben, Renditen nach unten, Dollar nach unten. Dann haben wir das Gegenteil gesehen, Renditen wieder nach oben, Dollar nach oben, Aktienmärkte nach unten. Was wird jetzt kommen? Jetzt sehen wir im asiatischen Handel hier am Dollar, da geht es wieder zurück, also jetzt wieder Freude. Aber wir sehen, dass eben die Yield Curve weiter entinvertiert, also weiter positiv wird. Das ist praktisch genau das, was eigentlich auf eine Rezession hindeutet, die Powell ja letztendlich leugnet. Und die Aktienmärkte werden jetzt nur noch steigen, so heißt es hier, nachdem die Fed den großen Schritt gemacht hat. Wir sehen unten das Sentiment über 50% wieder der Privatinvestoren sind bullish, der Anteil der Bären deutlich zurückgegangen, also wieder positive Stimmung. Gestern zumindest hat das nicht gehalten. Hier sehen wir der Russell 2000, der schon über 2% im Plus war, hat es gerade noch ins Plus geschafft. Andere waren sogar negativ. Wie gesagt, das Ganze hat sich dann wieder umgekehrt heute Nacht. Jetzt der Verfall im Fokus. Morgen, was wird da passieren? Da wird im Vorfeld, meistens ist der Donnerstag da, der aktivste Tag, wo die Verkäufer der Optionen, also die Anbieter dieser Optionen, dann ihre Hedge-Positionen auflösen. Da meistens die Leute long sind, also mit Calls unterwegs sind im Optionsbereich, also auf steigende Kurse spekulieren, bedeutet das, dass der Donnerstag latent schwach ist eigentlich vor dem großen Verfall. Aber da kann natürlich die Fed-Geschichte jetzt nochmal reinspielen, dieses Abwägen. Ja, was bedeutet das? Hier sehen wir diese zwei Kerzen auf Tagesbasis, Schlusskursbasis beim S&P 500, eigentlich seltsame Kerzen, die wir sehen. Erst neues Allzeithoch, dann dieser Schlusskurs, und Einschätzungen dazu
Hier in diesem Artikel, nämlich die Fed hat Zinsen um 0,5 gesenkt, was Experten hier in einer ersten Einschätzung dazu gesagt haben. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Neue Zahlen, ganz frische Zahlen. Autoabsatz, Elektroautos in Deutschland minus 69% zum Vorjahresmonat. Ziemliches Desaster. Da müssen die jetzt ganz, ganz viele Elektroautos bauen, damit die immense Nachfrage dann auch bedient werden kann, wie der Habeck meint, gell? Also das sind die zwei Empfehlungen. Jetzt empfehle ich mich und sage Servus, ciao.